Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Matthias Klocker. Schönen Montag. Bildungsministerin Sonja Hammerschmidt will die Sonderschule abschaffen. Dazu kommt vom Arbeitnehmervertreter der Lehrer aus Vorarlberg, Wolfgang Türtscher, ein klares Nein. Ein Beibehalten der Sonderschule sei eine Sache des Hausverstands, so Türtscher. Er will die Sonderschulen nicht nur erhalten, sondern wenn möglich sogar ausbauen. Nach dem Lawinenabgang in Klösterle am Freitag heißt es auch heute Vorsicht. Vor allem oberhalb von 2000 Metern ist die Lawinengefahr groß. Bei Lawinenwarnstufe 3 ist es vor allem auf steilen Hängen gefährlich. Wenn Sie also eine Skitour planen, lesen Sie sich den aktuellen Lawinenbericht genau durch und seien Sie vorsichtig. Heute ist der Rest Alltag wieder ins Training gestartet. Mit dabei war zum ersten Mal auch der neue Trainer Martin Scherb. Wir haben ihn vor dem Training getroffen. Ich freue mich darauf und diese Anspannung ist durchaus positiv, meine Spieler endlich kennenzulernen, die Mannschaft näher zu spüren und diesen ersten Arbeitstag dann wirklich beginnen zu dürfen. Ebenfalls mit dabei ist ein neuer Co-Trainer. Wie heute bekannt geworden ist, wechselt Stefan Fuhrmann, Co-Trainer von Wiener Neustadt, nach Altach. Eine Übernachtungsparty Jugendlicher hat in einem Vollbrand geendet. Passiert ist das Ganze gestern früh in einem Gartenhaus in Sulz. Die 6 Jugendlichen haben zuerst noch versucht, das Feuer mit Schnee zu löschen. Gelöscht haben den Brand dann 20 Mann der Feuerwehr Sulz. Verletzt wurde niemand. Das Gartenhaus wurde völlig zerstört. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.